Was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Sergio. Der aktive Sergio ist wieder weg. Ich glaube, da draußen gibt's wirklich keinen, der aktiver ist als ich, oder? Ich bin so aktiv auf YouTube. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin ein Stück Scheiße. Ja, nee, das ist einfach krass. Das letzte Video ist wieder einfach ein Jahr her einfach. So, weißt du, und ich mach einfach nicht weiter. Warum machst du keine Videos mehr? Warum nicht ist YouTube? Tamam anne, tamam. Vallahi ich fang an. Scheiße, Sohn. Bitte mach nicht. Scheiße, Sohn, nichts machen, YouTube. Wenn ihr nur die Outtakes davon sehen würdet, ne? Das tut manchmal echt sehr weh. Egal, wie ihr vielleicht schon ein bisschen sehen könnt, bin ich gerade in meinem Zimmer. Das ist mein Gaming-Zimmer. Ich bin live auf Twitch, kommt jetzt vorbei. Ich komme nach einem Jahr wieder, einfach nur um Werbung zu machen. Nein, Spaß beiseite. Ich bin live auf Twitch. Ich zocke Spiele, wir unterhalten uns alle zusammen, schauen zusammen Videos an, reacten gemeinsam drauf. Und ja, kommt gerne vorbei auf Twitch. Aber das ist auch nur Livestream, ja? Wir reden mal ein bisschen über diesen Kanal. Weil das soll nur so ein Video sein, damit ich euch Bescheid geben kann, was ich alles so jetzt machen werde. Weil ich sag's euch ganz ehrlich, weiß nicht, was für ein Content ich machen soll. Diese Woche, nachdem dieses Video online ist, nach 3 Tagen, ich werde es hier jetzt irgendwo hinschreiben. Hier werde ich ein Datum geben, ein Datum. Dann kommt mein erstes richtiges Video online, nämlich ein Vlog. Ich werde anfangen mit Vlogs. Problem bei Vlogs ist, ich sage es euch, wie es ist, mein Leben ist wirklich interessant. Ich bin 24/7 einfach hier zu Hause. Also fürs Vloggen ist mein Leben eigentlich voll uninteressant, aber trotzdem kam etwas sehr, sehr Interessantes in mein Leben rein, nämlich ich bin Onkel geworden. Grüße gehen hier an Lina raus, falls Esther aber das Video anschaut. Hallo. Der kommende Vlog, da wird meine Nichte sehr viel zu sehen sein. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall interessant geworden. Das Video ist auch schon fertig geschnitten. Ich mache zum ersten Mal so dieses Vloggen so richtig. Ich muss mich wieder erstmal noch ein bisschen reinfinden, so in dieses mit diesem Kamerareden, dies, das, so. Und wenn man halt vloggen will, einfach nichts Interessantes passiert, die einer aus nichts irgendwas rausholt für das Video, ist halt schwierig, aber ich finde trotzdem das Video relativ gut geworden. Ich hoffe, ihr seid wieder aktiv am Start. Wir machen Vlogs, so TikTok-Cringe-Videos, dies, das, falam, filant. Ja, schauen wir mal, was für ein Content es geben wird. Falls ihr irgendwie so Ideen habt, rein in die Kommentare, wirklich, was ich machen könnte. Einfach mal was reinschreiben, vielleicht gefällt mir etwas und das mache ich dann. Die eigentliche Frage ist doch gerade, was geht gerade bei TikTok ab? Er macht Auge, ne? Tut mir leid, mein Bruder, ich liebe dich. Wir schauen mal, was auf TikTok so alles los ist. Habe ich irgendwas bei TikTok verpasst, was irgendwie interessant ist? Was macht der? Wir brauchen Trends, die wir nachmachen können, nicht sowas. Okay. Stellt euch mal vor, ihr liegt da einfach. Und dann, statt jemand euch hilft, da kommen einfach irgendwelche, machen erstmal hier komplett den Twerk. Hey, was macht ihr da? Hilft mir doch. So wird dein 2022. 4 von 5. Thank you for the happy. Bruder, ich wusste nicht, dass man von McDonald's schwanger wird, la? I want a room, Daddy. Aber ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Dieses Video soll eigentlich nur euch so wieder Bescheid geben, dass ich, Sergio, wieder da bin. Mein Name ist Sergio. Und ich bin wieder da. Ab jetzt, ich versuche aktiv zu bleiben. Mindestens ein Video pro Woche versuche ich. Bin ich mir sehr sicher, ich werde es schaffen. Hier nochmal das Datum, wo unser erster Vlog online kommen wird. Ich habe mir sehr viel Mühe dafür gegeben. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch irgendwie gefallen. Auf jeden Fall, Leute, bleibt gesund. Checkt mein Twitch ab. Edit mich auf Instagram. Edit mich auf Twitch. Edit mich auch auf OnlyFans. Und somit, Leute, Sergio verabschiedet dich zum nächsten Video. Ich bin wieder da. Ich habe so Bock auf YouTube wieder. Ich habe so Bock einfach. Let's go, Mann. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns. Wir hören uns.